Dieses Video des US-Computermagazins Wired ist derzeit ein Hit auf YouTube. Hacker übernehmen von außen die Kontrolle über einen Jeep und steuern ihn in den Graben. Das Wissen über solche Attacken ist wenig verbreitet. Okay, hold on tight. Hold on. Davon gehört habe ich schon. Bei meinem weiß ich jetzt nicht. Bei den neuen Modellen, bei den ganz neuen Modellen kann ich mir das schon vorstellen. Klar, Hacking. Nein. Also das finde ich ist auch durchaus ein großes Risiko und ich finde es auch wenig erfreulich, dass man das kaum noch verhindern kann, wenn man sich ein neues Auto kauft. Wenn man wüsste, welche Daten latent, ich sag mal, durch Dritte abgezogen werden oder benutzt werden, das wäre sicherlich interessant. Ja. Ich glaube, man kann sich da eh nicht vorschützen, ansonsten müsste man offline sein. Cyberkriminalität rund ums Auto ist das Thema des diesjährigen Autotages der Allianzversicherung. Experten verschiedener Fachrichtungen tauschen sich aus, welche Gefahren schon heute drohen. Klar ist, mit zunehmender Vernetzung der Autos steigt das Risiko dramatisch an. Also wenn man das Fahrzeug anschaut, dann kommt es ja ursprünglich aus dem Maschinenbau. Das heißt, es ist eine Maschine, die auch sehr zeitnah reagieren können muss, zum Beispiel beim Notbremssystem. Das heißt, es gibt wenig Zeit zum Beispiel für die Steuergeräte, sich zu authentifizieren. Ja. Umgekehrt ist es so, dass diese Maschine jetzt plötzlich ans Internet angebunden wird, über vielfältige Kanäle, über die Telematik-Steuergeräte, aber auch über Wi-Fi zum Beispiel, und damit auch möglichen Angriffen ausgesetzt ist. Zugänge zur Fahrzeugelektronik gibt es viele. Zum Beispiel die in allen Autos serienmäßige OBD-Schnittstelle zur Diagnose. Oder klassisch die Vernetzung via Handy, die Eindringlingen Tür und Tor öffnet. Aber auch Radio- und GPS-Antennen sowie der Funkschlüssel bieten Zugangsmöglichkeiten. Noch ist in Deutschland kein Fall von Carhacking bekannt. Das wird sich aber in Zukunft ändern. Der Punkt ist immer der, dass sich das, die Entwicklung auf der Straße ist im Normalfall immer leicht verzögert mit der Entwicklung, die wir in der Industrie oder in der Forschung sehen. Also in der Forschung sehen wir heutzutage schon viele Proof of Concepts und viele auch wirklich durchgeführte Angriffe auf Fahrzeuge, die auch funktionieren. Wir wollen es genau wissen und besuchen die Firma Matrix, die passende Sicherheitslösungen für die Autoindustrie entwickelt. What our company does is we provide engineering service to automotive industry to make safe and secured ECU. So what we build is with safety and security concept embedded in it. Für uns verschaffen sich die Matrix-Techniker Zugang zu einem beliebigen Kleinwagen. Über die OBD-Schnittstelle zapfen sie das sogenannte CAN-Bus-Datensystem an. Die wenigen Bauteile kann sich jeder im Internet bestellen. Die nötige Software ist eine frei zugängliche Open-Source-Lösung. We are trying to manipulate the information that is displayed on the dashboard. So whenever the car a script which says that the door is unlocked and also in the driving condition the RPM of the complete car, so we will manipulate the RPM, it shows zero to the maximum range, and also we can try to switch on the ABS system, the braking control, all these things we'll be able to switch on in the display unit. Nachdem die Hacker-Software auf das Versuchsfahrzeug aufgespielt wurde, übernimmt der Kollege am Laptop via Internet die Kontrolle. Was hier über den Bildschirm läuft, ist der gesamte Datenstrom des Autos. Today we're gonna hack this car. Actually, our colleagues behind us in the other vehicle is gonna hack this car remotely. Und schon geht es los. Kaum sind sie unterwegs, schickt der Kollege vom Laptop aus Fehlermeldungen. Im Display fängt alles an, rot zu blinken. There you go. See, here it's showing random message. Our seatbelts are on, but it's showing seatbelt. It's beeping. It's showing the door is open, it's showing the parking brake is on, and so on. Ganz klar, der Kollege am Laptop hat die Kontrolle übernommen. Am Schluss hackt er noch den Drehzahlmesser. And also you can see the RPM, which is in the full range, even though we are currently driving in 9 km or 10 km per hour. Szenen, die an einen Hollywood-Film erinnern. It reminds me of the Fast and Furious 8, where they take control of 1,000 zombie cars and create havoc in the town. Although that's Hollywood, but as you can see in real life, Hollywood can come real. Ein wahrhaft apokalyptisches Szenario, das die Teilnehmer der Allianzkonferenz umtreibt. Die Industrie muss jetzt Lösungen liefern.
Die gute Nachricht ist, wir haben diese Lösungen, die sind vorhanden in Hardware, in Software. Die schlechte Nachricht ist, es ist ein Wettlauf. Der Hacker entwickelt sich weiter und wir müssen immer so denken wie Hacker, um neue Technologien in das Fahrzeug einzubringen, um einfach die Hürde extrem hoch zu halten, dass es sich nicht rentiert, ein Auto zu hacken. Und wenn alles nicht hilft, bleibt immer noch ein letzter Ausweg. Wir fahren mit dem Fahrrad.